Die Züge fahren anschließend den Kernzügel von Wasser, um dann in den Fattinger Viertel einzutauchen und sich auf die Lastschiffe in die Wasserkirche zu schauen. Nach Passieren der Station Wassen lässt der Lecki-Stadt-Viertel die Züge wieder an Höhe gewinnen. Die Kirche in Wassen liegt jetzt deutlich unter dem Niveau der Stadt. Die weitsichtige Streckenführung macht es der Portabine möglich, 100 Jahre lang die Hauptlast des Nord-Süd-Verkehrs problemlos zu tragen. Erst mit der Eröffnung der Autobahn im Jahre 1980 erwuchs der Eisenbahn ernsthafte Konkurrenz. Siehst du, jetzt ist vor der Tunde aufgefahren, so weit. Es fehlt die Autobahn. Das Modell entstand gegen Ende der 50er Jahre und zeigt den damaligen Zustand. Es verschwanden noch keine kühlen Autobahnbrücken den Blick auf die Eisenbahn. Geschickt verkürzten die Modellbauer die Strecke. Das Reusstal wurde nicht als gestreckte Landschaft abgebildet, sondern um drei Seiten eines Rechts.